Sie ist die Neue, Christina Köhler. 32 Jahre jung und eigentlich Expertin für Integration. Doch jetzt wird sie die neue Familienministerin. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden. Christina Köhler ist die Jüngste im Kabinett, wird jetzt die Nachfolgerin der beliebten Ursula von der Leyen. Nicht einmal Christina Köhler selbst hat das bis letzten Freitag für möglich gehalten. Als mich Bundeskanzlerin Angela Merkel heute Mittag anrief und mich fragte, ob ich mir vorstellen kann, das Amt der Familienministerin in der Bundesregierung zu übernehmen, da war ich erstmal vollkommen überrascht. Dann hat mich das natürlich auch mit riesigem Respekt erfüllt. Ihre politische Feuertaufe vor knapp 2 Jahren. Christina Köhler im Untersuchungsausschuss. Hier attackiert sie den damaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Sie nimmt ihn in die Zange, entschlossen, hart und konzentriert. Und auch im Bundestagswahlkampf keine Angst vor den politischen Gegnern. Auch wenn die Bundesminister sind. Für Christina Köhler ging es schließlich um alles. Sie hat nichts anderes gelernt als Politik. Christina Köhler bin ich, die Bundestagsabgeordnete. Das hätte ich Sie erkannt. Hätte ich mich erkannt. Sie kämpft um jede Stimme, reicht jedem die Hand. Hier verschenkt sie nicht nur ihr Lächeln, sondern auch Marmelade. Christina Köhler an der Seite der Mächtigen. Auch der hessische Ministerpräsident Koch hat wohl dafür gesorgt, dass sie mit an die Macht kommt. Viel Zeit, sich zu orientieren, bleibt nicht. Stabsübergabe im Familienministerium. Die Koalition streitet über eine finanzielle Unterstützung für die Jüngsten. Da muss jetzt auch die Neue gleich ran. Auf der einen Seite finde ich es richtig zu sagen, dass wir jungen Frauen oder auch jungen Männern, die sich sagen, wir wollen erstmal ganz für unser Kind da sein, denen auch eine Unterstützung zukommen zu lassen, denn von der Kinderkrippe haben die nichts. Auf der anderen Seite darf es aber auch kein Anreiz sein für Familien, in denen das Kind sehr gut profitieren könnte von einer Kinderbetreuungseinrichtung. Aber dieses Problem kann sie nicht sofort lösen. Jetzt muss Christina Köhler erst einmal ankommen in ihrem neuen Leben als Ministerin. In ihrer Fraktion erhält die bisherige Innenpolitikerin viel Zuspruch. Sie ist klug, sie ist kompetent, sie ist sehr zielstrebig. Auch wenn jetzt Familienpolitik in den letzten Jahren nicht ihr Aufgabenschwerpunkt war, kann ich mir vorstellen, dass sie sich schnell und gut in die Materie einarbeitet. Die Oppositionsparteien sind da skeptischer. Eine Hinterbänklerin als Ministerin, das geht ihnen zu schnell. Ich will sie nicht vorverurteilen, aber mir fällt nichts ein, was ich von ihr erwarte. Ja, da Christina Köhler, die neue Familienministerin, bei all den Themen, ob das Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist, wirklich ein unbeschriebenes Blatt und sich zu keinem dieser Themen bisher wirklich geäußert hat und wir auch noch keine Stellungnahmen diesbezüglich von ihr kennen, können wir uns da eigentlich nur sehr verhalten äußern. Ich kenne sie nicht genügend, ich bin vorsichtig im Urteil. Fragen Sie mich in einem halben Jahr wieder. Große Änderungen an der bisherigen Linie des Familienministeriums, die erwartet keiner. Es geht darum, Familien, junge Paare, die fast alle einen Kinderwunsch haben, da auch Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sie den auch verwirklichen, dass sie wirklich Kinder kriegen und möglichst nicht nur eins. Christina Köhler hat selber keine Kinder und ist noch unverheiratet. Aber eine junge, kinderlose und unverheiratete Familienministerin, das gab es schon einmal. Angela Merkel. Und die hat es bis ganz nach oben geschafft.